Leute, eins verrate ich euch noch. Ich bin nach dem Stream noch kurz drin gewesen und habe festgestellt, da hätten sie ein GTR jetzt vorhergegeben. Ein GTR. Und leider Gottes habe ich die Kohle nicht gehabt. Ich habe noch gehabt, ich glaube, 400 oder 600.000 und der ist schon mit 800.000 eingestiegen, als Startgebot. So, Leute, also, so schaut jetzt einmal untere Halle aus. Schaut sich das bitte an, was da Autos stehen. Seht ihr das? Ferrari, Lamborghini, Porsche. Bildschön. Und dann oben ist nicht so viel los. Oben sind die drei Autos, die R8 und der Rest sind so ein bisschen Standardautos, wo sie halt nicht viel hergeben. Ne? Da einmal wieder ein Charger, ein Mustang, da ist ein Chevy, ein alter und noch ein Supra. Und die drei R8. Oben war noch Platz gewesen, aber uns geht der Knädel schon wieder aus. Wir haben nur noch 248.000, weil wir ja in Ferrari XXX gekauft haben für 1,8 Millionen. Hätten wir den noch, dann hätten wir um die Halle auch voll gekriegt, aber das sind die seltenen Autos. Da ist der Ferrari XXX und da ist die Viper. Das sind halt die Autos, die was halt richtig an Wert haben. Wir haben geschaut, der XXX bringt zwischen 5 und 9 Millionen, wenn wir einen zum Verkaufen kriegen. Da du den aber nur entweder beim Rennen gewinnen kannst oder auf dem Automarkt ganz selten, also ich muss die Lautstärken auf, ich dran merke ich gerade, ist ja richtig leise. So. Hey, Alter, verschleich dich. Ich muss ein bisschen lauter schalten. Da. Was ist denn da heute los? Hörst du gar nichts außer. Hoppala. Haben wir einen Herausforderer angescheiden? Da, mei, und den haben wir noch nicht. Da, der GTR, der war es halt gewesen. Ja, Leute, jetzt ist es gleich spät und am nächsten Tag werden wir die ganzen Autos zum Verkauf freigeben. Was bei der Versteigerung? Ja, da kannst du selten, da habe ich ja meiner her, einen erwischen, aber halt nur ganz selten. Aber wenn es das beim es geht darum, da der Ferrari und die Corvette so selten sind, kannst du die fast nicht verkaufen. Weil ab und an tritt dort, wo ich jetzt gerade hingefahren bin, wo gerade der GTR gestanden ist, auch eine Viper oder Ferrari gegen dich an und dann kannst du das Auto gewinnen. Aber nur, wenn du mit dem gleichen Auto gegen ihn antrittst, okay? Deswegen verkaufen wir die Viper und den Audi nicht. Weil ich die gewinnen will und dann die gewonnenen verkaufen will. Hol den GTR. Ja, wenn er mal wieder im Angebot ist, dort kann ich ihn leider nicht holen. Weil damit ihn dort gewinnen kann, muss ich mit einem GTR gegen einen Mount reden. Und ich hab keinen. Leider. Ich muss erst einen kriegen. Und einen X7 habe ich erst einmal im Spiel gesehen. Ein RX7. So. Die Farben sind ein Traum. Oh ja. Du geile Butterblume, du schöne! Wolf Odin, danke für dein Abo. Liebe geht raus. Leute, klippt man nicht vergessen heute wieder, gell? So, und jetzt da? Was ist denn heute? Automarkt hat auch offen. Ja gut. Um das Geld, was ich jetzt gerade habe, kriege ich die Autos, was ich nehme, eh nicht. Schauen wir mal, was es überhaupt gibt. Das gibt's am Handy. Daniel, was gibt's am Handy? Da gibt es einen Lambo und einen Porsche. Aber jetzt werden wir mal Autos verkaufen, bevor wir gleich wieder neige holen. Und schauen wir mal, wie viel Geld wir uns zusammenbringen. So. Haben wir alle inseriert. Das Problem ist, wir haben es wahrscheinlich inseriert, die Bilder sind wieder heraus und drauf gegessen, dann sind die Bilder halt heraus. Aber es sind bis auf da, ist eben der Supra, der XXX und die Viper sind ja, ja genau. Alle inseriert, wir öffnen nun das Haus. Und jetzt werden sie uns halber die Bude einrennen. Jetzt müsst ihr zuschauen, was da leider einer kommen. Und wir müssen Auto für Auto machen. Weil das Problem ist, sonst kommen wir durcheinander. Na Gott, hey, danke für die Bidis schon wieder. Warte auf den nächsten Hype, dann noch geschüttelt da. Schaut euch das an, wie da jetzt leider einer marschieren. So, der erste Lamborghini wird schon von jemandem begutachtet. Wir haben zahlt dafür 400, nicht ganz 410, was gabert sie? 508, viel zu wenig, verpiss dich von meinem Hof. Der bringt Minimum, muss der bringen, zwischen 700.000 und 800.000. So, was willst du für den?
Der ist auch ziemlich das gleiche Wert. Der hat uns zwar, den habe ich gewungen, aber der hat fast keine 622, da warten wir noch ein bisschen. Da kommt sicher noch interessant, da gibt es ein höheres Angebot. Was bittest du für den? Wir smappen jetzt einmal zwischen den zwei Lamborghinis. 481, schau, dass du Meter gewinnst, bevor ich da beim Zopf ausreiße und auf dem Pick, dass du ausschaust wie ein Pferd. So, was ist bei dir? Alter, du schaust aus wie der Wolfgang Petri für Arme. Was willst du denn, Alter? 623, okay, nimm's zurück, bist der super Typ. Servus, Alter, schöne Grias aus Salzburg. Danke für die 400 Bits, Elfolk, schöne Grüße zurück aus der Steiermark. 620, 16? Ja gut, das sind alles 620er. Ich mach dir jetzt ein Angebot, geschüttelter. Hör genau zu, okay? Weil du das Lied Hölle, Hölle, Hölle gesungen hast und 6000 Armbandl auf deiner verschissenen Grüffel hast. 720 und du kriegst ihn, sonst schlechte. Ja. Season. Das ist 720.000. Was ist denn? Wieso lasst mir das Angebot bitte machen? Was ist denn jetzt da? 720.000. Geht doch. War jetzt niedrig. Oh, er hat einen Gammern. Ich glaube, ich spinne. Wie schauen wir da aus? Den habe ich beim Rennen gewonnen. Das heißt, der ist ein reines Plusgeschäft für mich. 587 verschwindet, bevor der die Kauleisten schief ruck. Was ist jetzt mit dir? 622, Schnäppchen. Alter, wenn ich jetzt 57 ergebe, nimmt man dann auch den schiefen Igel. Ja, waren wir schon klar. 73, okay, oder geh einfach durch. So, dann haben wir den nochmal weg, dann schauen wir noch, was für einen blauen hergeben. Der ist ein bisschen weniger wert, genau. Der geht für, sage ich mal, 6, ab 650 lasst sie rein. Aber warte mal, du bittest 5 irgendwas. Was bittest du? 6,25, den krieg ich auch fürs Gleiche weg. Schnäppchen. 7,30, geht schon. Sei ein Mann, Alter. Sei ein Mann. Gib mir Geld. Dann jetzt 7,3 Mille da, springt er mir ins Gesicht. 730.000, komm. Jawohl. Und er ist schon fort, Alter. So mag ich das. Wie schauen wir aus? Was bittest du jetzt für den Schwarzen? Komm. Vati, Mutti, geht schon. Gescheiter, Alter. 5,91, schau, dass du Meter gewinnst, bevor du das Gesicht aushau. Nicht Schnäppchen. So. Nein, geh weg von mir einfach. Du stinkst. Wie schaut's bei dir? Mädel, Alter. Du hast ja nicht einmal noch deine Regelblutung gekriegt. Du glaubst, du hast den Knädel für so. Ja, 577, geh heim, komm. Geh heim, Alter, geh ein bisschen Taschengeld sparen und dann können wir uns gerne noch einmal sehen. Dann können wir noch einmal drüber diskutieren, ob du den kriegst oder nicht. Oh, der Ferrari ist aber sehr beliebt. Was haben wir eingegeben? 900.000. 500, glaube ich, hätte ich schon gern gekriegt. 400 bis 500, ja, das schaut gut aus. Der bietet 415, das ist schon mal geil. Was bietet der? Mach ein gutes Angebot. 378, Alter. Gott, Leute. Manche Leute sind halt schon, die glauben halt wirklich, sie regieren die Welt. Wie schaut's da aus? 4, nein. Ja, der mit den 418 ist bis jetzt am vielversprechendsten. Probieren wir. 500.000 und der gehört dir. Machen wir 15, weißt du, dass du bist. Schnäppchen. 5, 1, 0, 0, 0, 0. Komm. Ist, Alter, ist ein Ferrari. Junge. Das hat nicht jeder daheim. Okay, 5 Klot. Unter 94 gebe ich nicht her, weil du bist. So, geht schon. Komm! Komm! Arschloch, verpiss dich von meinem Hof. Da sind noch mehr Leute, die ihn haben wollen. Was bittest du? 400, geh heim, Alter. Und du, Alter? Bist du deppert, du Kiewel. Wie schaut's aus? 14, die bitten alle weniger wie er. Ich hab schon langsam das Gefühl, dass er der bessere Verhandlungspartner war. Hey, danke für die Bittis. 4,9, der war wirklich der bessere. Ist er noch da? Gut, dann 4,90 und dann gehört er dir, wenn ich noch so viel Zeit habe. 4,90, dann gehört er dir. Du jetzt nicht so deppert, Schnäppchen. 4,90. Und dann wieder schauen, komm. Oder du gehst einfach, du Bieren, Alter. Wenn du nochmal einer kommst, dreh dir das Gesicht ein, Haberer. Mitten unterm Rennen einfach gegangen. Schon wieder Puppel. Na, haben wir die Knädel dafür überhaupt? 3,82, aber ganz schnell schauen, dass du Meter gewinnst, Alter. Ganz schnell schauen. Und, Alter, lass dich einmal untersuchen, weil das, was du protzen schimpfst, Alter, das sei mir nicht besser. Was sind denn das für Gichtpriegel, Alter? Krieg ich ja Angst vor dir. Gut, dann lass da, dann schon. Oh, der ist schon wieder begehrt. Was haben wir gesagt? 37, 47? Schon wieder der Wolfi.
Wolf, das ist zu wenig, verpiss dich. Schaut's bei dir aus? Ich muss die Leute, was von Haus aus schon zu wenig bieten, gleich wegschicken. Weil sonst staut sich das da nur. Alter, 500, 9000 Havara. Das ist, Entschuldigung, die Dame. Wir gendern, Tierstock. Das ist ein Lamborghini. Das ist kein Fiat Punto. Verschwind! Was ist, Großmutti, Alter? Du möchtest gern Direktorin von irgendeiner Polytechnischen. Wie schauen wir aus, du Keibel? Was hast du denn mit? Alter, schaut, dass du Meter gewinkst, Alter. Jetzt wird's beleidigend, du. Die rennen da die Tiere ein, du kannst. Oh, Gottermann, Schnäppchen! 57 gehört der. Der bietet einmal ein Geld, nicht so wie die anderen mit einer 500.000. Ja, so ist mögen das. Ja, da sind Leute zum Saufudern. Der Lamborghini ist nicht so beliebt. Wie schauen wir aus? Jetzt nochmal der Ferrari und schon wieder so ein Michelin-Mannschgerl. 300.000, Alter, hat's dich geschmissen, Alter. Schaut, dass du dein Taucherbrillen anlegst und dass du mal in die Schule gehst und da mal schnäppst, Alter. Vielleicht weißt du dann, was 300.000 überhaupt für eine Zahl ist. Bist du nicht ganz frisch im Kopf? Wie schauen wir da aus? 356.000 Mal kriegst du ein Watschen von mir, dass du keine Haare mehr am Schädel hast. Schau, dass du dich schleichst! Gesindel. Da haben wir auch noch so viele Ambos. Der hellblaue ist auch sehr begehrt. So, was bietet denn sie? Er ist auch wieder 1,4er. Für den will ich auch wieder über 700. 645, komm, das ist schon ein sehr hoches Angebot. Schnäppchen, probieren wir auch. 57, vielleicht kriegen wir weg. Komm, Puppe, komm. So, Mustafa, Alter. So gingen die Autos weg. Wie schaut's da aus? Der hat mich gekostet fast 500.000. Der muss Minimum 57 bringen. Wenn nicht sogar 8, wären wir noch lieber. Also deswegen mit dir rede ich gar nicht mehr. Was hast du für einen Preis im Kopf? Irgendwann, Daniel. 672. Schnäppchen. Weißt, dass du bist. 800.000 geradeaus und er gehört dir. Der war ein bisschen ein Verlustgeschäft. Gibt sie nicht. Okay, machen wir 777. Bleib so fair. Oder geh einfach! Unhöflichkeit, Alter, bitte. Für was habe ich einen Hammer, wenn ich die Leute nicht über den Schädel ziehen kann? Alter, der hat schon 670 geboten. Auch jeder, der was jetzt weniger Bitcoin geil. Komm, schleich dich. Was gibst du für den? MMVR, danke für die 93 Bitties. 701! Schnäppchen, komm, Puppe. Komm, Puppe. 18, komm, ich weiß, du wüssten. Alter, es steht dir schon auf der Zwiebel geschrieben, dass du ihn haben willst. Komm da weiter. 810, so mag ich das. So, der letzte Lambo, was bittest? Der mir so für 7 weggehen, hätte ich gesagt, hoffentlich. 576, verpiss dich. Alles unter 600.000 gehen nicht einmal verhandeln. 591, schleich dich. So, wie schaut's bei dir aus? Komm, guter Preis. 574, geh heim! Und bei dir? Alter, was ist mit euch zwei, Alter? F***t ihr da gerade? Sie hat sich ineinander gekehrt, der hat 400.000 gekostet. 634, Schnäppchen. Machen wir 720, dann kannst du ihn haben. Weil er schon ein paar Kilometer hat. So mag ich das. So, die Lambos sind alle weg. Nein, einer ist noch. Der Porsche scheint euch zu interessieren, ihr Leidl. Das ist ja überhaupt kein Thema. Und der Preis passt, machen wir das schon. 229, ich habe dafür 140 gezahlt, das ist gar nicht so schlecht. Machen wir Schnäppchen, 280 Alter, und dann kannst du ihn mitnehmen. Der Porsche ist nicht so viel wert, das war nicht so viel wie ein Lambo. Ah, das ist ein zu viel, 270. Alles bis 250 ist eh noch gut für den. Noch immer nicht, Alter, Havara, jetzt wäre ich dann ungeduldig. Ich gehe da in 10.000er Schritten runter, 260. Jetzt schlag zu! Danke! Das ist nicht normal, Alter. Wartet, ich muss schon ins Autohaus umgehen, die anderen zwei, oder nein, Scheiß drauf. Wir wollen jetzt einmal alles verkaufen und dann erst wieder neue Autos kaufen. Schauen, was wir am Ende für eine Summe da haben. 900.000 will ich für den Ferrari, du gibst mir 400 Öfe. Nö, das ist mir ein bisschen wenig. So, der Lambo, was wie schaut's aus, was hast du denn? 1,3, das heißt 7 möchte ich schon haben dafür. Was hast du denn? 572, verpiss dich. Wie schaut's bei dir aus? Verpiss dich, 466.000, Alter. Ich kann ja nicht einmal der beste Tierarzt mehr helfen. So, was gibst du mir für einen Porsche, Großmutti? 199, komm, geh weg. Geh weg, bevor ich mich wirklich vergiss. Ich meine, er hat jetzt nicht die World Coast, aber Alter, alles unter 200.000 brauche ich gar nicht debattieren. Ja, genau. Schau, dass du Meter gewinnst, bevor ich mich komplett vergiss.
Ich vergesse schon langsam, dass ich mich vergessen muss wegen euch. Ah, das ist der Ferrari. 596.000 Schnäppchen. Wenn du den für 7 Zähne nimmst, kannst du den haben. Ah, der Ferrari, sag ich, der Lambo. Letztes Angebot oder ich warte auf den nächsten Käufer. So ehrlich habe ich es dann auch wieder nicht. Ja, passt, verpiss dich. Schleich dir aus meinem Hof. Geh gar nicht länger diskutieren. So, was ist mit dir, du Schlipsträger? Wie schaut's aus? Mann, wenn du schon neben Porsche da stehst mit deinem Anzug, Alter, dann bitte auch das Richtige. Genau. Du bietest die kleinste Summe und schaust das einzige seriös aus, du Fötzünder, du Wandelnder. Bist ja hinige Glückherzen und sonst gar nichts. So, den kann man jetzt da 198 Schnäppchen, 250, naja, 240, ich hoffe, dass ich ihn nehme. Na, 230, der ist nicht viel wert, weil er schon Kilometer schon hat. Komm jetzt, Mädel, ein bisschen musst du mir entgegenkommen. Danke. Gibt's doch nicht. So, der nächste Schlipsträger beim Porsche. Und was gibst du mir für den? Der ist eine Reihe, der hat keine Kilometer. Leute, den habe ich auch beim Rennen gewonnen übrigens. Schnäppchen, 240, passt, sagen wir 300.000. Das heißt, der ist auch Reingewinn, was immer gut ist. Ah, nimmt man nicht. Dann machen wir 280, komm. Alter, ich habe für das Auto nichts gezahlt, also sei fair. Dankeschön. So, da ist noch ein Ferrari. Die Leute, die da sind, der Weiße interessiert euch, 1 Mille. Den habe ich gekauft für 270. Ja, 396 bittet sie, was bittet er? Gar nichts, passt, 396. Machen wir 500 Grad oder geh einfach, passt sehr gut. Danke für nichts. Okay, jetzt schauen wir noch schnell, ob es noch ein Rennen gegeben hat. Wir haben schon 5,4 Mille, Leute. 5,4 Mille. Wir haben noch ein paar Reihen, die Lambos sind jetzt zwar weg, aber wir haben unten noch die Ferraris, die Porsche und oben die Autos mit dem größten Wert, nämlich die 3 R8. Die können, also die 10 Mille sind gar nicht so, ja, schwierig. Aber 8 müssen drin sein, dass wir erreichen. Deswegen, ich kaufe jetzt gar keine Autos, bevor ich nicht alles verkauft habe. Was haben wir da für Herausforderer? Nur klumpert, sehr gut. Was geht? Alles, was nicht anbunden ist, mein Freund. Alles, was nicht anbunden ist, kann bekanntlich sogar geil. Alter, ich bin einfach ein richtig hartes Sau beim Verhandeln. Ich sag's euch, wie es ist. Bei mir gibt's nichts gratis. Die Autos, die müssen das schon bringen, was ich mir vorstelle. Ganz so leichtlos ich mich nicht einwickeln. Na, seht ihr? Den ganzen Tag verschissen, ich hab nicht einmal noch die Hälfte aller Autos weg. Ich hab gerade einmal die ganzen Lamborghinis, einen Porsche, oder sind zwei Porsche, glaube ich. Und ich glaube, einen Ferrari. Wartet. Und 5,25 Millionen Dollar Umsatz. Also, kann man jetzt, glaube ich, nicht schimpfen, oder? Oder? Habe ich das gut verhandelt? 9 Mille sagst du, Big Money? Ich sag, also 8, ab 8 bin ich zufrieden. Alles darunter wird mich anzipfen. 10 war ein Traum. So sag ich einmal. So, jetzt werden sie uns gleich die Tiere eintreten, vor lauter. Was Auto, warum geht Automarkt? Ah, heute ist sogar der ganze Tag nur fürs Verhandeln da, seht ihr das? Keine Versteigerung, gar nichts. Verlosung sag ich mal, Versteigerung, so. So, Leute, jetzt kommt's wieder. Die gehen nur, da kommen schon die nächsten. Wir haben da jetzt dann, obwohl ein Lambo ist noch da, drei Ferraris und ein Porsche. Okay. Der will ein Ferrari, was gibst man dafür? Na, schleicht dich. Naja, ich weiß nicht, der hat kostet 260.000 knapp. Wenn ich 500.000 dafür kriege, habe ich schon das Doppelte gewonnen. 450 sollte er bringen, aber warten wir mal. Da kommt noch wer. Was bittest du? Wir wissen, wir haben schon mal 391, ist schon mal Boden worden, 370. Ich glaube, er ist fast der bessere Verhandlungspartner. Du? Was, die zwei Seltenen bleiben da? Die, 406, okay. Schnäppchen, Kollege. 500 geradeaus und du kriegst ihn, Alter. Und dann haben wir fast das Doppelte an Gewinn gemacht, was er mir gekostet hat. Komm!
waren wir eh irgendwie klar. 4,90 wahrscheinlich werden sie für 4,80, 4,70 nehmen. Aber solange ich ihn mit 4,50 wegbringe, ist er ein guter Gewinn. Noch immer. Du Haverer, bist ein harter Verhandlungspartner. 4,80, komm jetzt da, bleib realistisch. Junge! 4,70, letztes Angebot, sonst warte ich auf einen besseren. 4,70, letztes Angebot, sonst warte ich auf einen besseren. Also er will gar nicht mehr verhandeln, na dann verpiss dich. Er will gar nicht mehr rennen, dann müssen wir eh nicht, glaub mir das. Irgendwer nimmt ihn sicher für das, was ich haben will. Der Porsche noch einmal. 2,50 muss er mir fast, ja, 2,40, 2,50 sollte er schon bringen. Schnäppchen. Ja, warte mal ganz kurz. 2,7 bittest du, was bittet sie? So, Dave, es ist... Nein, du geh weg. Das ist schwierig. Glaube ich nicht, dass sie es ausgängen, die 10 Mille. Weil wir haben jetzt dann nur mehr noch... Die Besten haben wir, bis auf die Audis. Die müssen das Ruder rumreißen. Na, dann rede ich mit dir. Die Audis sind die einzigen, was noch, und der Lambo, die was noch richtig Knädel bringen. Die Ferraris bringen so mit viel Glück knappe eine halbe Mille. So. Komm, machen wir 2,50 gerade aus und dann gehört er dir. Mann, jetzt fängt der auch schon wieder an. Alter, unter 2,30 gebe ich nicht her, das sage ich dir gleich, gell? Dann kannst du dich schon wieder schleichen. Bislang Gewinn brauche ich ja. Danke. So, da, der Lambo ist schon wieder umgarnt. Was gibst du mir für den? Ich denke, 4,40 kriege ich von dir. Das ist jetzt noch nicht wirklich die Welt an Angebot. Was gibst du? 4,40 ist gar nichts. Schon Leute geben zwischen unter 600.000, ja, Alter, geht's weg, braucht's mir gar kein Angebot machen. Du auch nicht, schau, dass du wieder heimkommst, Alter. Alter, geh gescheit ein Häusl bauen und druck ein paar Kinder auf die Welt, bevor du um das Geld ausspurt, da kaufst, wenn du das nicht hast. So, der Ferrari. 900.000 haben wir gesagt, der hat schon ein paar Kinder, jawohl, der sollte eigentlich schon seine 450 bis 500.000 bringen, hoffe ich mal. Zahlt habe ich dafür 250. 403 bittet sie, was bittest du? Also sind zwei inneren und schon wieder. 414 bietet der im Arschlochhemd und der andere. Ich komme mit denen zum Rennen, oder? Nein, das ist jetzt der. Ah, sie, das ist ein sie. Aber jetzt da. Was bietest du? Na, geh weg. So, wir zwei rennen jetzt Dacheles. Du bietest 419. 414. Ich mache dir ein Angebot für 480 und dann gehst du damit einfach, okay? Ohne Mund mehr, einfach verlasse diesen Ort. Dankeschön. Super, da haben wir noch zwei Ferraris und noch einen Lambo. Was bietest du für den? Der sollte aber schon seine 500 voll bringen, fast. 4,73 ist schon mal nicht schlecht, Alter. Und was bietet sie? Also, es ist nur sie da. 4,73, 500, machen wir 15 und dann gehst. Knäppchen. 5,10. Alter, der ist Pipi fein herkriegt. Komm. So mag ich das. 6,7 Mille, Leute. Die Zähne werden schwer zum Knacken. Die Zähne werden schwer. Was bietest? 3,19. Schau, dass du Meter gewinnst, sonst kann es passieren, dass ich dabei einen Huster die Haare aber bloß vom Schädel. Wie schauen wir da aus? Mädel, Alter. Schau mal, dass du dein Studium leisten kannst, bevor du so ein Auto kaufen willst, Alter. Oder schick ihm Papi her zum Verhandeln. Jawohl, wobei, da ist noch ein Lambo, ist auch noch da. Schauen wir mal. Es ist schwer zu sagen, ob wir es knacken. Was gibst du mir? 4,32? Verpiss dich von meinem Hof, bevor ich dich anspuck. Wie schaut es bei dir aus? Gott sei Dank sehe ich eure Gefraster nicht, was so finster ist. 5,58. Alter, unter 600. Geh ich gar nicht einmal diskutieren. Wenn ihr nicht einmal 600.000 bittet, dann haben wir schon ausgeredet. Und wieder schauen. Okay, dann schauen wir jetzt einmal auf zu den oberen Autos. Momentan sind fast alle um. Die Autos werden auch gut weggehen, schätze ich mal. Ja, die sind nicht überrennt von lauter Leute. Audi in Blau. 1, 2, 5 Mille. 415.000 hat er mich gekostet. 5,91. Ist ein bisschen schwach besetzt. Was bittest du? Komm, schau, dass du Meter gewinnst. Was können wir für den verlangen? Der hat auch 4,80, 3,80 gekostet, 3,90. 5,90, warten wir mal kurz. Was hast du für ein Angebot? 5,24 und du? Schaust einfach beim Fenster aus, weil du der Todel bist. Was gibst du her?
571, verpiss dich. Der ist auch schon gegangen. Okay, dann gehen wir halt zu dem, da sind noch die meisten Interessenten. Der ist am meisten wert. Der hat mich nämlich 550 gekostet. 675 ist ja schon mal eine gute Hausnummer. Was bittest du? 748. Schnäppchen. Machen wir 860. Komm. Komm, Mädchen, ich weiß, du willst ihn. Sehr gut. Der hat fast eine Mille jetzt gebracht. Ja, der Stinker-Autos da, der kennt sie, der kriegt sie ja völlig nachgeworfen. Da, der hat gerade einmal 26 gekostet. 25 Bits jetzt. Ja gut, das ist jetzt da gekommen. Das sind mehr so Zeitverschwendung der Autos tatsächlich, in meinen Augen. Ich bin schon froh, wenn ich es weg habe. 28, da Schnäppchen, 32 nehmen wir mit, und dann muss ich nochmal anschauen. Komm, nehmen wir mit, ich will gar nicht mehr sehen. Danke, ja, passt, weg damit. So, der Mustang, so 50 wahrscheinlich, wenn er einbrachert. 50 bis 60. Was bittest, 54, sehr gut, Schnäppchen, machen wir 61, nehmen wir mit. Und geh, aber geh mit Gott. Dankeschön. So, und jetzt sind die Audis, komm. Was bittest für deinen jetzt da? Wir kommen schon näher, aber unter 600.000 Angebot bin ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz bereit, dass ich mit euch verhandeln gehe. 574, was bittest du? Komm, 555, ach, das ist... Nee, Supra ist auch begehrt, was willst du für die? 180, 100.000 sollst du eigentlich schon bringen. 94, Schnäppchen, machen wir 110 und dann gehört er dir. Hat keine Kilometer, habe ich gewonnen. Danke. So, ist auch weg. Jetzt kommt wieder für die Audi keiner mehr daher. Den müsst ihr haben, oder? Den alten Kiebel. Der soll ja da was noch 120, 130 bringen. 120, oh, habe ich ein bisschen. Machen wir 140, dann gehört er dir. Dankeschön. So. Okay. Jetzt interessiert sich herum wieder keiner für die Autos, dann gehen wir halt auch runter. Die drei lassen wir jetzt eiskalt stehen. Oh, es könnte sich ausgehen, Leute. Ja, es geht sich aus mit den 10 Mille, wenn wir jetzt gut handeln. Da sind gleich 4 Leute. So, was gibst du mir jetzt für den? 400, Alter, schleich dich von meinem Hof, Alter. Was bei dir? 500, Abflug. Traust du nicht einer Depperte oder ist der zwei? Bist du in die Wechseljahr, dass du draußen stehen musst im Schnee? 459, geh weg. Geh einfach weg, bevor ich mich vergiss. Was willst du? Was gibst mir du? Bitte da. 604, passt. Schnäppchen. Machen wir 690 und er gehört dir. Super gut. So, jetzt haben wir da noch den Ferrari und da oben noch die zwei Audis. Die könnten noch was einspülen. Was bittest du, Mann? 900 da, 400. Schnäppchen machen wir 480. 470, habt ihr erst weg. Er hat ja nicht so viel gekostet. Ah, der will da auch nicht. 460, komm. Sehr gut. So, jetzt haben wir nur noch um die Autos. Wenn die wegkommen... Ja, das geht sich aus, Leute, ihr habt's recht. Mit den zwei Autos jetzt noch um, kommen wir auf die 10 Mille. Wirklich geschafft, bin ich echt gerade voll begeistert. Da haben wir noch zwei Interessenten, was gibst du mir für deinen? Tag, wer ist Marc? 551, Alter, bitte, Gorsche, Leidels. Macht's doch gescheite Angebote. 587, was gibst du für den Blauen? Warte, jetzt kommen uns noch der Reihe. Du? Oder? Die Leute haben alle keine Relation mehr zu den Preisen für die Autos. 569. Warte jetzt. Schnee, danke für den Follower. Was gibst mir du? 598, Schnäppchen, machen wir
700 Grad aus. Komm, du willst ihn ja eh. Danke. Ist ja nicht normal, was die Leute alle bieten und was die Autos eigentlich wert werden. Donau, komm, wir knacken die 10 Mille, Leute. Es ist abartig. 5,55 Alter, Socken. Und du? Er geht wieder. Unverschämtheit. Was war bei dir? 5,44. Komm. Okay, ich muss mit dir verhandeln. Ja, 6,40. Er ist halt nicht so viel wert. Wie gehofft. Machen wir 6,50, dann gehört er dir. Danke! 10,4 Mille haben wir gemacht, Leute. Alles verkauft, 10,4 Millionen sind eingenommen. Ganzen Tag verhandelt, richtig fett Cash gemacht, richtig geil. Servus, Preisvorstellungen sind kilometerweit voneinander entfernt. Ja, das ist jetzt so in dem Spiel, aber Mille ist die Kurzform für 1000, nicht Millionen. Von was laberst du, Tommy? Wenn ich sage Mille, dann ist das Millionen und nicht 1000. Fertig. Im Sportwagenhandel ist Mille nicht die Kurzform für 1000. Das ist vielleicht bei dir, wenn du am Hofer einkaufst, ja? Kannst du sagen, ich habe eine Mille gezahlt für meine 16 Kinder, damit sie eine Woche was zum Fressen haben. Aber nicht im Sportwagensegment. So, nächster Tag, 4,9. Das heißt, wir haben 10,4 Millionen. Automarkt ist eröffnet, dann könnt ihr die komplett zusammenkaufen, ohne zum drüber nachdenken. Schauen wir mal. Was haben wir da schon? Oh, da lacht mich schon ein Porsche aus, den nehmen wir natürlich mit. Wie schaut der aus? Oh, der ist ja fast, oh, der ist ja noch gar nichts gerannt, 700.000 Kilometer. Du willst 180 dafür haben, ich biete dir an, 150 und er gehört mir, komm. Komm, gar nicht viel schnacken, Kopf in den Nacken. Dankeschön. So, und der Rest ist. Da hätten wir. Ah, die Z, was bringt die Z noch schnell? Boah, der ist gar nichts wert und hat auch schon einen Haufen Kilometer. Entschuldigung, was ich dir angeredet habe. Ah, die Supra, wenn sie gut, wenn er nicht zu viel verlangt. 100.000, schau um, Alter. Ja, 54, Schnäppchen. 40 Grad aus und ich nehme sie mit. Damit für den Otto-Normalverbraucher. Wenn wir es gut herrichten, kriegen wir dafür auch wieder 90. Ach, 45, du nicht so deppert, Junge. Danke. Wenn man immer debattieren muss. Ja, der Rest ist eh nicht zum Brauchen. Ab in den Urlaub. Leute, sucht euch gleich einen Farbcode für die Supra. Fürsten, Mischken, Grüße. Ein bisschen haben wir noch, ein paar Minütchen haben wir noch, da damit noch schnell Autos ein bisschen kaufen, gleich wieder. Farbcode für die Supra. Der hat alles, super. Vögen passen eigentlich auch so. Brauche ich gar nichts investieren. Kupft wie Katsch, der hinten, der kann ich so. Ein bisschen noch umlackieren und verkaufen. PB73P. Okay, PB73B. PB, du hast aber A zu jetzt wenig eigentlich. Ja, wie du sagst. PB 7. Was ist denn da? Ich hab nur eins genommen. Hat das P. Ich nehme bei mir das P nicht. Mein P kaputt? Er nimmt das. Was ist denn jetzt da? Ja,
Er nimmt mal das P nicht. Gibt's das P nicht? Er geht nur bis F, Hexadezimal, ja, dann geht das gar nicht. Mit PP. Es gibt kein P bei Farben. So, ich weiß es nicht. Ich hab gesagt, gibt's einen Farbcode? Es gibt aber kein V in dem Fall, Big Money, bei Farben. Ich bin kein Maler, das habe ich nicht gewusst. Und Freak hat Spaß gemacht. Servus, Steif. Leute, das ist eine neue Supra. Gibt mir wer einen Farbcode in den Chat oder muss ich auf gut Klick machen? FFD700. Okay, FFD700. Passt. Das ist wahrscheinlich eh die Supra, was verfasst ist, oder? So, gehen wir mein drüben wieder was zum Hackeln. Weil da steht schon wieder Depper, der dann spielt Schneemau, der Geschüttelte. Ausgefressene Blutzer, komm, geh Auto putzen, dass du einen Sinn in deinem Leben hast. Dann sucht euch gleich einen Farbcode für den Porsche aus, Kinder. Der braucht eine geile Farbe. Ein schöner neuer Öfer. Oder ein GT3 Turbo. Oder was das eben ist, so. Der braucht auf jeden Fall neue Felgen, weil der schon eine richtig aus. Wir schauen, cool, macht Spaß, das Spiel. War schon cool, macht Spaß, das Spiel. Ja, ich kann es nur weiterempfehlen. Und der Preis ist fair. Schaut sich die Föhn an. Ich meine, Entschuldigung, wer tut denn sowas auf dem Porsche? Rennset, Nos und da bei die Räder kommt, da muss. Der ist ja fast neuwertig, der hat ja überhaupt keine Kilometer um, der Porsche. Der braucht richtig geile Schlappen. Oh yeah. So mag ich das. Und jetzt dann noch einen guten Farbcode. Es geht, Y gibt's nicht, es geht ja nur bis F, der Farbcode. D.A. Salis, danke für den Sub, Leute. Wann geht denn ab der nächste Hype, wenn ihr geschüttelten? Hey, danke für 1000 Bits, noch nicht anscheinend. Mal warten, noch ist zu früh. Hey, danke. 51E, 70E, okay? 51E, 70E. Probieren wir es einmal aus. 51E, 70E ist grün. Naja, wer es mag. Warum nicht? Er muss ein bisschen glänzen. Alter, und wir haben schon wieder zwei Autos für den neuen Markt. Dann kannst du als nächster putzen, Charlie Chaplin. Die Supra, Foto machen, eine und wird schon wieder inseriert. Also ich muss zuerst einmal die anderen Fotos löschen, sonst sind wir wieder voll. Fotos. Weg. Sehr geil. So, Lift ist schon was Praktikables. Aber Abend. Schauen wir mal, was am nächsten Tag noch ist. Destro, danke für den 5er Sub. Leute, ihr müsst euch noch kurz gedulden. Der nächste Hype Train geht erst wieder. Aber Liebe geht raus. Wenn man da nicht so schräg ist, so passt er. So, voll tanken. Und. Wartet einmal. Was tue ich? Da wollte ich her. Ja. Website. Supra, wo ist denn? Da. Wir haben es für 45 gekauft, inserieren damals für 110 einfach einmal so. Foto dazu. Und was ist möglich? 90, na passt, dann ist 110 ungefähr. Sehr gut. Nächster Wagen. Ja, das Grün, das schaut aber echt gut aus, muss ich sagen. Grün ist sowieso meine Lieblingsfarbe, also von dem her. Das hat was. Kann ich schon so bestätigen. Achso, Entschuldigung, der kommt ja gar nicht auf. Die Porsche stehen ja herum. Das ist normal.
Giftgrün ist besser, nee, ist nicht. Und fast keiner fährt ein giftgrünes Auto. So. Dahin tanken wir noch voll. Website Porsche Plus Giftgrün. Was haben wir? 160.000, keine Kilometer. Bestpreis 300.000, den inserieren wir auch wieder für 500.000. Einfach, wenn wir es können. Dann sag jetzt schon los. Achso, ich bin dumm, ich muss den zuerst schließen. Sonst rennen sie mir schon die Tiere. Jetzt fahren wir aber schnell mit der Supra und wir schauen, ob es vielleicht eine Supercar zum Gewinnen gibt. Was? Dein Büro ist noch offen. Ich hab's mitbekommen, danke. Ist ja nicht sehr von Vorteil, dass die Hitten offen war, weil jetzt da rennen da die Leute die Hitten rein. So. Geh weg. Was haben wir da? Nee. Gar nichts Brauchbares. Auktion ist eröffnet um 2 Uhr. Sehr gut. Was tun wir jetzt bis 2? Schauen wir mal, ob's wieder, ob es jetzt ein gescheites Rennen gibt. Danke für den Sub, Kami. Kami, siehst du, da bedanken sich sogar jetzt noch die Leute. Kami ist mein, es ist, was der drei Engel für Makra ist das. Und Kami macht gleich alle drei. Büro, also falsche Richtung. Das hat jetzt kurz so ausgeschaut, das war ein Reifen der V-Grid. Das schafft aber auch nicht jeder, gell? Das schafft aber auch nicht jeder. Hoppala, Entschuldigung! Schauen wir mal, was wir in der Stadt rausholen. Alter, wenn es realistisch gewesen wäre, war jetzt im Haus drinnen hängen geblieben. Bist du deppert, Alter? Der war nicht schlecht. Das hat hoffentlich wer geliebt. Jetzt machen wir das Ganze mal in einer realistischeren Aussicht. Scheppert kurz. Ach du Heilige! Wo fliege ich hin? Alter, ich wollte dir noch ein bisschen quer kommen lassen! Also, Vorsicherheitstraining Clara Markray 93 meldet sich wie immer zu Diensten. Wer das Richtige überschlagen lernen will, der kommt zu mir. Jetzt tue ich mal das arme Auto kurz reparieren. Dann machen wir es ein bisschen anders. Ah, das ist ja bitte Peanuts. Das zwickt, das drücke ich mit meinem Arschloch weg, der Kosten. Es ist ein bisschen zu steif, das Fahrwerk. Wir driften jetzt auf eine andere Art und Weise noch schnell, bevor die Verlosung, sage ich immer, die Versteigerung kommt, wenn wir noch genug Zeit haben. Dann haue ich da kurz einmal das Driftkit rein und dann sage ich euch, wie man da in der Stadt die Runden dreht. Alter, oder wir setzen den so hoch, Alter, dass er einfach schon bei der kleinsten Kurven sich überschlug. Genauso warst du als Paketbote, ja fast. Das alles. Du kannst im Labor arbeiten wegen der Zentrifugalkraft, ja? Im Labor. Labor. Ich bin heute auch im Lesen wieder. Alter, du weiter, Depper, dafür was zahle ich dich nicht? Der Hund braucht lang für ein bisschen Blech zum Gleichbiegen. Was ist denn los mit dir, Alter? Wir haben keine Fähigkeitspunkte. Geschüttelter, streng die Augenwinkel, ich will noch was ausprobieren.
hast gerade einmal zwei Töne zum Ausdrucken und der braucht den ganzen Tag dafür. Muss eh schnell sein. Komm her, jetzt! Schaut euch das an, jetzt machen wir es so. Ob er jetzt schwimmt? Wie es Haxel hat! Halt die Gauschen! Wie brutal ist denn das jetzt da? Schau! Hund müde, Hund schlafen oder was? Sofort aufs Kreuz! Schau! Au! Hey, Alter, kannst du nicht bremsen, wenn du mich schon daherrutschen siehst? Also, Autos Hecher machen hat nicht viel Sinn. Oh. Eieieiei, stellt mich wieder auf, bitte kurz. Danke, Flo, danke. Hallo? Na, guck ihn dir an. Der hat auch nicht mehr Grips als ein Spatz Fleisch an der Kniescheibe. Hab jetzt den Motor verhatzt? Okay. Wir haben es probiert. Auf jeden Fall, Wiesel, danke für den Blitz. Leute, ihr müsst den schönen Hype-Run starten. Elchtest nicht bestanden. Aber es macht wesentlich einen Unterschied. So, jetzt müssen wir schnell da, Alter. Da gleich ist die Versteigerung. Ich habe keinen Bus heute in der Nähe. Weil da weiß ich, ich bin ein Volltaudel. So. Schnell, es geht los. Ein Mercedes AMG. Ja genau, ich werde mir einen Focus kaufen. Natürlich, ich habe sonst nichts zum da. Es gibt nur zwei Dinge, was ich noch ausprobieren will nach dem Handel. Zwei Dinge will ich noch ausprobieren. Weil es gibt eine Sprungchance, die will ich unbedingt mit Fußbett. Alter, da ist ja gar nichts Gescheites dabei. Da hätte ich mein Auto ja gescheiter liegen lassen sollen. So, jetzt richten wir den nochmal her. Dann gehen wir jetzt eine Driftrunde an und dann... Ein bisschen hoch, gell? Jetzt gehen wir, jetzt machen wir Drift-Session. So, jetzt machen wir den nochmal niedrig, weil der ist ja viel zu hoch. Richtig niedrig. Also so, richtig niedrig. Okay, das ist ein bisschen zu niedrig, das schaut schon wieder fast scheiße aus. So. Und so, passt. Und jetzt hauen wir ja ein ganz normales Drift-Kit rein. Und jetzt, nur quer bist wer. Jetzt geht's ab. Der Killer! Danke für den Fünfer-Sub! Oh, oh. Jawohl, Alter! Autos, Gangverkehr. Oh. So hupft der jetzt so, ist er zu niedrig oder was? Oh! Oh! Den hab ich so niedrig. Oh! So, jetzt noch einmal eine Runde, geht schon. Ich bin unabsichtlich aus dem Auto ausgestiegen. Alter, wie das jetzt das Auto einfach weiter driftet. Aber ist nichts passiert. Alter, driften macht in den Gang richtig Spaß. Ohne Gangverkehr wahrscheinlich ein bisschen mehr als mit. Öffis Aktion, das passt genau, weil ich wollte mir nur eins ausprobieren.
Wir können sprinten. Ich bin leer gefahren. Das muss man auch mal wieder sagen. Was ist denn da für Gulasch schaufen bei der Unterer? Da trifft man herum. Das macht echt Spaß, das Driften in dem Game. Aber warum er so hupft, ich glaube, er ist hinten zu tief. Ah! So, Trainer. So, jetzt wollte ich jetzt eins noch ausprobieren. Erstens einmal, jetzt mal ganz was Gestörtes ausprobieren. Was ganz was Gestörtes will der Papa jetzt ausprobieren. Also so was richtig was Gestörtes. Also wirklich, das fällt nur ein Makro ein. Wir machen jetzt wieder das Rennseite eine, aber Suspense hinten. Ovi mit der Pixen, Entschuldigung, da, Ovi, und vorn. Und jetzt fahren wir in der Cockpit-Sicht. Sehen wir noch was? Sehen wir noch Straßen? Ja, leicht. Ja, gar so leicht nicht mehr. Hinten die Reifen steigen voll an! Wie er hupft! Wie er hupft, Alter! Hinten steigen die Reifen im Radkasten an, deswegen hupft das so gestört! Ist die Sprungsch... Ah, da ist sie! Das wollte ich haben! Wartet, Leute, jetzt zeige ich euch was! Und dann schnell zur Aktion. In was für Richtung fahren wir? So, oder? Ah, Alter, das hat alles ein bisschen zappelt! Cool. Wo ist die Aktion? Okay, mit der, wenn ich hinten die Reifen ganz unten hab, dann duckert das. Ein bisschen. Hoppala, sorry. Passt. Wir sind da. Ich bin schon da. Okay. Die Aktion machen wir noch schnell. Ein Käfer kaufe ich nicht. Alter, kommt da ein Auto auch oder tun wir heute noch Dixie-Gross auf Radl versteigern? Eine alte Leiche, eine kleine Leiche, was kommt als nächstes? Oh, der Porsche, den nehmen wir mit. Komm jetzt. Jetzt nerv du nicht. Du geile Butterblume, du Alter. Schöne! Der hat es jetzt nicht für. Alter, super, wow. Der hat jetzt nicht viel, Alter. Den kriege ich auch für 260, im Notfall 270, Alter. Und Kost hat er jetzt schon fast 200. 1000. Gibt's noch schnell ein Rennen, was ich vielleicht gewinnen kann? Das schaue ich noch schnell, aber zuerst mache ich das Auto wieder heile. Also heile im Sinne von, weil das schaut ja irgendwie aus. Er darf hinten jetzt niedrig werden, weil sonst da straffen die Reifen. So, also. Hinten ein bisschen höher. So. Und vorne. So. Und wieder Driftkit, das kommt geil um. Jetzt schauen wir nur schnell, ob es ein Rennen gibt. Magst du Käse? Nein, mag ich nicht. Leute, danke für den Hype-Train. Liebe geht raus. Geilste Community ever. Liebe an euch alle. Danke. Wieso hupft er nicht schon wieder so deppert? Ist er hinten noch immer zu tief? Das scheint doch eigentlich gut genug zu sein. Ma, ich hab schon geglaubt, da steht ein. Ah, Supra! Und der Porsche! Leute, gewinnen wir schnell zwei Rennen, holen wir uns einmal einen Porsche und einmal einen Supra. Ich muss schnell ein Rennset einbauen. Zwei Fliegen mit einer Klappe, Leute! Warte.
So, Rennsepp, er muss hinten wieder ein bisschen hecher werden, das ist ja abartig. Da ist noch nie einmal ein Bug, wieso steht denn der mitten in der Luft, deppert er? Ja, dann tun wir aber wieder! Ja, dann um mir auf den Stehplatz. So. Du kommst jetzt da her. Wirst jetzt schnell hergerichtet, weil fahren wir mit einem anderen Rennen. Und dann mit das. Wir können jetzt zwei Autos gewinnen, Leute. Die gewinnen wir noch schnell, dann geht der Horror los. So, passt. Mit denen holen wir uns jetzt da im Porsche. In anderen. Den holen wir uns jetzt da. Und mit der Supra holen wir uns die zweite Supra. Alter, Win-Win für alle Situationen. So, komm her, Vati. Den kannst du schon anschreiben. Der ja, Alter. Großmutti, ehrlich jetzt da. Du willst mit deinem GT3 Turbo oder was das ist gegen mich antreten, Alter? Wo hast du denn deinen Rollator versteckt, Mutti? Und mit dir los, Alter. Geh lieber deine Enkelkinder wickeln, anstatt dass du rennen fahren willst. Du bist mir nicht mehr wurscht. Mit 100 noch ein Weltrennen fahren wollen. Die wollen die Sauge vorne ein und scheiße hinten wieder jetzt aus. So, jetzt geht's wieder. Sehr gut. Mutti, fahr Vierer, Alter, bevor du wegstirbst! Du weiter! Kattel, der Alter, der wird da hin beim Vierer fahren. 2, 1. Alter, Mutti! Fahr weg, du kriegst mich sicher nicht! Alter, der hat jetzt voll zum Stinken angefangen! Alter, das war jetzt fast eine knappe Angelegenheit. Ja, aber hinteraus sie hat sie dann voll verkackt. Am Anfang hat sie voll mitgehalten und dann hinteraus sie bei 120 war bei ihrer Schluss, da hat sie dann voll verkackt. Man muss immer mit demselben Auto antreten, wenn man Auto gewinnen will. Du kannst mit allen Autos antreten gegen einer, aber wenn du das Auto gewinnen willst, musst du das Gleiche nehmen. Ich hoffe, das hat jetzt wer geklappt, wie nett das jetzt zu ihrer war. Alter, jetzt habe ich kurzer. Alter, und beim Start hat der jetzt der Hallo? Aber gut hat sie es gemacht, die Großmutti. So, den kannst du mir gleich umschleppen. Danke für deinen Porsche. Ich hoffe, Alter, so alt wie du bist, sehr froh, dass ich ihn da angenommen habe. Alter, du lebst nur gefährlich, wenn du mit dem weitergefahren warst. Und jetzt holen wir die Supra. Aber nur fast, mein Freund, nur fast. Weil der kommt noch an der schönen Lackierkabine, der Porsche, weil der hat eh eigentlich alles schon gut ausgeschaut. Also sprich, er ist motorisch alles hergerichtet, die Föhn schauen geil aus, der holt von selber rein, der weiß, wo er hingehört. Aber nur fast, Stoneman. Servus, Objekt, Cup. Und jetzt holen wir uns noch von der Mutti den, vom Ohnenhaberer, die Supra. Und Alter, ich schlag den jetzt mit meiner Versiften, weil der schaut ja echt schon aus. Ja, jetzt ist er wieder hoch genug, jetzt hat er wieder einen Griff. Wer war zu niedrig, deswegen hat er immer so purpelt. So, Buh. Schau mal aus, Alter. Dir werde ich dein Go-Da-Bart schon überhusten. Wettrennen. Den hole ich mir jetzt auch noch. Dann war es ein guter Tag. Da wird schon drei Porsche. Bleiben! Der Hund schleicht zur Ziellinie, eine Startlinie. Hey! 3, 2, 1. Zu früh! Eindeutig zu früh! Aber Alter, hab ich den Hansi jetzt steil lassen! Alter, hab ich den jetzt steil lassen! 10 Strafsekunden. Gesamtsieg trotzdem, da ist ein Bug drin. Gott sei Dank, sonst hätte ich ihn jetzt verloren. Aber ich sag 8-3, oder? Aber leider Gottes, oder fui, wo bleibt er denn? Ich habe trotzdem, da ist irgendein Bug gerade bei dem Winter-Update drinnen, dass auch wenn du verlierst, du trotzdem die Autos kriegst. Schade, ich meine, jetzt bin ich gerade froh, weil sonst hätte ich jetzt mit den 10 Strafsekunden gar super mehr. Aber eigentlich doch schade, ne? So, danke für den.
Passt. Leute, dann gehen wir da jetzt raus. Ah, schaut's her, wir sind schon auf Platz 36.000. Wie wir angefangen haben, waren wir auf Platz 47.000. Wir nähern uns den Top 10.000. Hands up, then we gonna drop. Then we gonna drop.